Willkommen zur ersten digitalen Medienkonferenz zum Start eines Referendums in der Geschichte der Schweiz, nehme ich an. Ich freue mich sehr, dass wir hier den Start des Referendums online durchführen können. Es ist eine Premiere, wie gesagt. Also wir hoffen, dass alles gut geht, aber vielleicht gibt es auch kleine technische Hindernisse. Ja, im Vorfeld zum Start dieses Referendums haben sich bereits 11.000 Unterstützerinnen bei uns gemeldet, dass sie 5 Unterschriften sammeln wollen. Und das war für uns ein Signal, ein klares Signal, dass wir das Referendum starten können und wollen. Und heute ist jetzt der offizielle Start der Unterschriftensammlung. Und heute Morgen haben wir schon mittlerweile über 1.000 Online-Unterschriften bekommen. Das heißt, die Leute sind begeistert, sind dabei und sammeln diese Unterschriften. Wir sind gestern mit viel Rückenwind ins Referendum, in die Referendumsstimmung gekommen. Es gab eine Umfrage von der Universität Zürich, vom DIC-DEM-Lab. Und in dieser Umfrage hat sich noch einmal bestätigt, was wir eigentlich im Frühjahr dieses Jahres schon sondiert haben mit einer eigenen Umfrage, wo wir die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger in der Schweiz gefragt haben, von wem sie die elektronische Identität in Zukunft erhalten wollen, ob sie dies lieber vom Staat oder von privaten Anbietern haben wollen. Und der Befund, den wir auch schon im Frühjahr der sich schon stark gezeigt hat, dass eben Bürgerinnen und Bürger dem Staat vertrauen und die eher die vom Staat wollen, der hat sich jetzt im September, wo diese Umfrage wieder durchgeführt wurde, klar bestätigt. Und 82% haben ausgesagt, dass sie die EID in Zukunft vom Staat erhalten wollen. Was auch noch wichtig dazu kommt dieses Mal ist, dass die Universität Zürich auch die Parteianhängerschaft befragt hat und klar herausgekommen ist, dass von allen Parteien einschließlich FDP und SVP die Menschen die EID vom Staat verlangen. Das gibt natürlich nochmal einen neuen Wind in die Debatte und lässt auch das Parlament in dem Sinne alt aussehen, würde ich jetzt mal so behaupten. Wir haben auch im Vorfeld dieses Referendums haben wir Unterstützerinnen von allen Parteien bekommen. Es ist kein klar abgestecktes politisches Spektrum, was wir abdecken, sondern eben bis in die rechte Hälfte hinein. Wir mit dieser Premiere dieses Webcasts, mit dieser Medienkonferenz wollen wir eben Journalistinnen und Journalisten vor allem die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen an das Referendumskomitee. Es können aber auch am Ende gibt es auch die Möglichkeit für Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht für ein Medium arbeiten, auch ebenfalls Fragen zu stellen. Und ein letzter Hinweis von meiner Seite. Leider haben alle Speaker aus der Romandie, also aus der französischen Schweiz, kurzfristig abgesagt. Das tut uns sehr leid. Wir wollten natürlich unbedingt jemand dabei haben. Es gibt auch mehrere, die sich hier gemeldet haben. Leider klappt das nicht. Sie können aber, wenn Sie von einem französischen Medium hier sind, gerne auch Ihre Frage auf Französisch stellen. Wir werden aber auf Deutsch antworten müssen. Ja, dann mache ich eine kurze Vorstellungsrunde. Jetzt hier sichtbar im Chatroom ist Minli Matit, Nationalrätin der SP in Zürich und auch seit längerem eben an diesem Thema EID dran, auch in der Kommission für Rechtsfragen im Nationalrat. Sie hat eine wichtige Rolle gespielt, das EID-Gesetz versuchen wenigstens mitzugestalten. Dann Sibel Aslan, Nationalrätin der Grünen, Basta in Basel-Stadt. Ebenfalls Mitglied der Kommission für Rechtsfragen im Nationalrat. Erik Schönenberger, Geschäftsführer der Digitalen Gesellschaft und einer der Co-Leiter dieses Referendums, das jetzt stattfindet.
Wer jetzt hier noch nicht sichtbar ist, aber sichtbar wird zu einem späteren Zeitpunkt, ist Andreas Freimüller. Er ist Geschäftsführer von der Kampagnenorganisation Campax und Daniel Graf, Gründer von WeCollect und Public Beta und eben auch einer der Co-Leiter des Referendums zur EID. Dann fangen wir doch mal mit der ersten Frage an, dich, Erik Schönenberger. Und einfach mal allgemein, damit auch diejenigen, die zuhören, nochmal eingeführt werden, kurz wenigstens. Worum geht es denn nochmal bei dieser berüchtigten EID? Und was wäre oder was ist das Ziel einer EID? Kannst du hier kurz ausführen? Vielen Dank, Jay. Vielleicht zunächst voraus, die digitale Gesellschaft und auch das Referendumskomitee begrüßt die Einführung einer elektronischen Identifikation in der Schweiz. Speziell E-Government-Anwendungen würden von einer staatlichen EID profitieren und auch das Abschließen von Verträgen, bei denen eine Ausweispflicht besteht oder die eine Schriftlichkeit voraussetzen, würde mit einer EID online vereinfacht. Eine EID muss für diese Aufgaben entsprechend und in erster Linie sicher und vertrauenswürdig sein. Jeder Mensch in der Schweiz soll ein Anrecht darauf haben, jedoch darf es keinen Zwang zu einer generellen Verwendung bei alltäglichen Geschäften geben. Es ist aber keine EID nötig, die in erster Linie eine E-Commerce-ID sein soll. Hierzu braucht es auch gar kein neues Gesetz, sondern es geht um die digitale Erweiterung von der Identitätskarte, von Pass und vom Ausländerausweis. Nun ist die Vorstellung von Bundesrat und Parlament leider etwas anders. Ich habe ein Slide mitgebracht. Anstelle des Staates, der die EID herausgibt, ist im Gesetz vorgesehen, dass private Unternehmen, sogenannte Identity Provider, im Zentrum stehen. Die EID wird von den Bürgerinnen und Bürgern bei diesen IDPs beantragt. Der Bund liefert die benötigten Daten und die EID wird dann von den IDPs ausgestellt. Auch bei der Anwendung der EID stehen wiederum die IDPs im Zentrum. Bei jedem Anmeldevorgang an einem Online-Dienst wird die Identität über einen oder mehrere Identity Provider festgestellt. Bei mehreren deshalb, weil die Anbieter untereinander interoperabel sein müssen. Meine EID kann ja von einem anderen Herausgeber stammen als dem Vertragspartner des Online-Dienstes. Wir wollen aber keine rote, gelbe oder blaue EID. Nach unserer Überzeugung ist die Herausgabe der EID eine hoheitliche, eine staatliche Aufgabe und kein Geschäftsmodell. Vielen Dank für die Ausführung. Kannst du vielleicht noch kurz sagen, jetzt einfach so als, sagen wir mal, Bürger, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich kriege wirklich eine Karte oder wie sieht das dann aus, diese EID? Vielleicht kannst du noch zwei kurze Sätze dazu sagen. Das ist noch nicht definiert. Wahrscheinlich wird das eine ID sein, die sich rein online darstellt, also auf einem Smartphone abgebildet wird. Okay. Ja, dann vielen Dank für die Ausführung. Genau, also du hast ja jetzt den Kern schon genannt, also sozusagen eine hoheitliche Aufgabe soll eben kein Geschäftsmodell werden, so habe ich das jetzt verstanden. Stimmt das so, liebe Sibel Aslan? Ich wollte einfach nochmal nachfragen, was steht denn jetzt konkret im Gesetz? Was wurde denn jetzt verabschiedet
vor 10, 12 Tagen. Und ist das wirklich so, wie es jetzt Erik Schönberger gesagt hat, dass hier eigentlich eine hoheitliche Aufgabe aufgegeben wird in dem Sinne? Spiegelt sich das im Gesetz? Besten Dank fürs Organisieren und auch meinerseits guten Morgen und herzlich willkommen. Ja, in der Tat haben wir ein Gesetz verabschiedet, das eigentlich viel mehr private Unternehmen nützt, und staatliche Hoheiten wurden so eigentlich ausgelagert in diesem Gesetz. Im Gesetz allgemein sind die allgemeinen Bestimmungen, die Ausstellungsverfahren und Kriterien, die Subsidiarität des Staates, also sofern ein Unternehmen das Ganze mit der elektronischen Identität nicht schaffen sollte, dass der Staat eigentlich eingreifen kann, geregelt, aber auch was die Pflichten und Rechte der Bürger und Bürgerinnen sind. Das heißt auch Datenschutzbestimmungen. Und neu haben wir eine E-ID-Kommission eingeführt, welche unabhängig sein soll und das Ganze kontrollieren sollte. Und es war nur ein bisschen irritierend oder auch enttäuschend, weil das Gesetz wirklich auch im Sinne der Privatwirtschaft so ausgestellt worden war, und wir in der Kommission verschiedene Anträge einerseits für eine staatliche EID-Lösung gestellt haben, und damit sind wir leider nicht durchgekommen, in der Kommission nicht, auch im Parlament nicht, aber auch andererseits, weil sehr viele Mängel vorhanden waren, Datenschutzbestimmungen, die nicht eigentlich auch zu Ende gedacht waren oder nicht den Konsumenten oder Nutzer und Nutzerinnen gedient haben, und gewisse Verbesserungen konnten wir einbringen. Das heißt, mit diesem Gesetz zum Beispiel wollte man die Bürger und Bürgerinnen oder die Nutzer und Nutzerinnen mehr verpflichten als diejenigen, die das Ganze anbieten. Und die Daten werden ja eben bei diesen IDPs, bei diesen privaten Unternehmen sein. Und wenn jemand irgendwie gewisse Daten oder gewisse oder diese Identität nicht genau verfügen kann oder ein Fehler verlaufen ist, dann mussten sie selber eigentlich beweisen, dass sie diesen Fehler nicht gemacht haben. Und das ist viel weitergehender als das Obligationenrecht, das wir hier haben, auch mit Haftungsbestimmungen. Und dort wollten wir gewisse Korrekturen einbauen, aber auch eine eidgenössische EID-Kommission, welche unabhängig ist und auch kontrollieren kann, dass eben alles rechtens läuft. Und wenn subsidiär zum Beispiel wir irgendwann mal vielleicht hoffentlich nach dem Referendum es schaffen, dass der Bund das auch ausstellen kann, aber im Sinne der Subsidiarität, wenn der Bund eingreifen müsste, weil Privatunternehmen vielleicht nicht vorwärts kommen oder nicht erfolgreich sind, dann ist es auch wichtig, dass es unabhängig ist und dass eine externe Behörde eigentlich auch diese Stellen beabsichtigt. Es sind kleine Verbesserungsvorschläge gewesen, die wir einbauen konnten, mit denen wir Erfolg hatten, aber großmehrheitlich konnten wir es nicht schaffen, dass eine staatliche EID möglich ist. Und dort fällt es noch, und das darum sind wir, glaube ich, heute auch zusammen mit dem Konferenz. Ja, vielen Dank für die Ausführung. Vielleicht, Minli Mati, kannst du noch vielleicht stärker darauf eingehen, wie ist es denn jetzt zu dem gekommen? Es wurde ja vieles versucht, hat jetzt Sibel Aslan gerade ausgeführt. Es wurde versucht, eine staatliche EID zu erreichen. Warum ist man hier auf dicke Mauern gestoßen? Es wurden ja wirklich mehrmals Vorschläge gemacht, es wurde versucht, es wurde diskutiert, aber eigentlich auf diesem Kernpunkt, um den es ja heute jetzt auch geht, schlussendlich, dass eben eine staatliche EID möglich ist oder vorliegt, Da ist man eigentlich auf taube Ohren gestoßen, war mein Eindruck. Wie würdest du das beschreiben, warum das diese Entwicklung genommen hat?
Also ich denke, es lohnt sich mal ganz an den Anfang dieser Vorlage zu gehen. Es gab eine Vorlage, die in die Vernehmlassung ging und zu diesem Zeitpunkt die Diskussion eigentlich so, dass es einen relativ breiten Konsens gab, dass die Idee oder die E-Idee eine hoheitliche Aufgabe ist. Und in der Vernehmlassung haben sich auch sehr viele in diese Richtung geäußert, also nicht nur SP und Grüne, sondern auch BDP und CVP beispielsweise, die Kantone, die Gemeinden, verschiedene auch Wirtschaftsverbände. Und dann kam die zweite Vorlage, also die wir jetzt beraten haben, und die war eigentlich praktisch identisch mit der ersten. Also man hat eigentlich diese Vernehmlassungsantworten nicht groß aufgenommen. Und was ist seither geschehen? Es haben sich alle relevanten Player, staatsnahe Betriebe, Banken, Versicherungen zu dieser Swiss Sign, zu diesem Konsortium zusammengeschlossen. Und dann ist ein bisschen der Widerstand auf verschiedenen Seiten zusammengebrochen, weil es hieß dann, ja, die Wirtschaft braucht jetzt diese E-Idee möglichst schnell und man soll das nicht verzögern. Das ist so ein bisschen die Ausgangslage, mit der wir die parlamentarische Beratung gestartet haben. Und das sind eigentlich sehr viele gekippt und haben ihre Meinung geändert oder mindestens grummend die Meinung geändert. Und es war eigentlich quasi, das Tempo wurde da wichtiger als der Grundsatz. Das Zweite ist, und das ist vielleicht das Problematische an diesem Gesetz, dieses Gesetz, die Botschaft sagt klar, wir wollen einen privaten Wettbewerb haben. Der IDP und die beste Lösung, die innovativste Lösung setzt sich dann in dem Wettbewerb durch, aber letztlich werden wir vermutlich eine Monopolstellung haben dieser Swiss Sign Lösung. Das ist auch ein bisschen das Problematische. Wir haben, das hat Sibel Arslan schon gesagt, sowohl im National- wie auch besonders im Ständerat konnte das Gesetz in entscheidenden Punkten auch verbessert werden, das muss ich auch zugeben. Im Bereich Datenschutz, im Bereich Aufsicht, im Bereich Konsumentenschutz. Aber die Grundsatzfrage oder das Grundsatzproblem ist ungelöst. Wir haben hier eine hoheitliche Aufgabe, die wir Privaten überlassen, weil der Staat es sich nicht zutraut, diese Aufgabe selber auszuführen. Und das finde ich ein Grundsatzproblem. Wir sind jetzt im 21. Jahrhundert und der Staat sagt, ja, wir können Schienen und Leitungen ziehen, wir können, was weiß ich, Briefmarken herausgeben, aber alles, was irgendwie digital ist, das können wir nicht, das müssen wir Privaten überlassen. Und das kann es nicht sein, zumal man sich ja, das hat Kire Schönberger gesagt, zumal man sich von der EID vor allem Impulse im Bereich E-Government erhofft. Und das, denke ich, ist das Grundproblem bei diesem Gesetz. Ja, vielleicht noch einmal kurz als Nachfrage, kannst du es noch mal auf den Punkt bringen? Also warum jetzt dieses Referendum? Also du hast jetzt die Geschichte auch ein wenig aufgemacht, das war sehr hilfreich, oder? In diesem Kontext, wie ist es dazu gekommen? Ich glaube, wir haben ein bisschen Einblick bekommen. Ich sehe hier auch, es gibt schon ein paar Fragen, das können wir dann am Ende noch vielleicht angucken. Aber jetzt nochmal, Sibel Aslan hat es ja auch schon genannt, es gab einige Verbesserungen oder aus unserer Sicht Verbesserungen entgegenkommen. Aber trotzdem hast du dich und auch die SP ja jetzt entschieden, hier trotzdem das Referendum zu ergreifen. Was ist denn hier nochmal, was sind die Kernpunkte? Was geht gar nicht sozusagen? Also grundsätzlich ist es problematisch, dass wir quasi in einem Gesetz ein privates Monopol nicht schaffen, aber zu wenig meines Erachtens kontrollieren. Das ist die eine Frage. Für uns ist nach wie vor zentral, dass das eigentlich eine hoheitliche Aufgabe ist. Und es ist eigentlich nicht genug zu sagen, es ist ein Gesetz, mit der wäre eine gute Lösung möglich. Das ist ja der Datenschutzbeauftragte zum Beispiel sagt, damit wäre eine datenschützerisch gute Lösung möglich. Aber wir legiferieren ja nicht für den Best Case, sondern theoretisch auch für den Worst Case. Und das haben wir hier nicht getan.
Das ist, finde ich, eine sehr, sehr zentrale Frage. Wir sind als SP die Partei der öffentlichen Dienste und das waren wir schon immer und wir wollen gute öffentliche Dienste, auch gute digitale öffentliche Dienste und das ist jetzt nicht gegeben. Das ist so die Hauptgründe, warum wir das Referendum unterstützen und wir sehen auch, also Studien zeigen auch, es gibt eine große Skepsis gegenüber Privaten, die Leute möchten lieber eine staatliche Lösung und wir haben jetzt nicht mal die Wahlfreiheit für Konsumentinnen und Konsumenten. Konsumentinnen und Konsumenten sollten doch auch selber entscheiden können, wollen wir zum Passbüro oder wollen wir das gleich bei einer anderen Firma machen. Und diese Möglichkeit haben sie nicht. Es wurde nur möglich gemacht, dass subsidiär eine staatliche Lösung eingeführt werden könnte, falls die Privaten total versagen. Aber es gibt keine Wahlfreiheit. Ja, vielen Dank. Ich möchte dir, Sibel Aslan, nochmal das Wort geben. Kannst du auch nochmal ausführen, jetzt aus deiner Sicht oder aus der Sicht der Grünen auch, Wahlfreiheit ist sicher ein Punkt, aber was spricht nochmal für dieses Referendum? Warum jetzt das Referendum ergreifen nach dieser doch schon etwas längeren Geschichte? Also vielleicht nochmals zum Unterstreichen, es sind wirklich auch gewisse Verbesserungen im Gesetz aufgenommen worden, was ja auch sehr erfreulich ist. Ich finde es aber trotzdem sehr schade, dass das erst in der Kommissionsarbeit oder in der parlamentarischen Arbeit so eingebracht werden musste und nicht eigentlich schon das Gesetz per se von Anfang an gut aufgestellt war. Das zeigt für uns eigentlich, dass es sehr mangelhaft war, dass man, wie das auch meine Kollegin Mini Martin gesagt hat, dass man vorwärts machen möchte und auch sagt, dass der Staat nicht in der Lage ist, eigentlich auch so etwas auf die Beine zu stehen. Ich sehe auch, dass es da dazu auch Fragen gibt, sondern dass Private das auch besser machen könnten, weil sie mit dem Argument auch kommen, dass Privatwirtschaft oder die Wirtschaft eben viel schneller agieren kann. Es ist aber im Zeitalter der Digitalisierung und wenn wir uns auch mit Online-Diensten, aber auch in E-Government damit beschäftigen, ein Muss, und es ist sehr wichtig, dass wir eine E-ID haben, und diese E-ID muss staatlich sein, es muss vertrauenswürdig sein, es muss für Bürger und Bürgerinnen Rechtssicherheit bringen, und aber auch die Daten müssen auch gewährleistet sein. So hat man den Menschen die Möglichkeit gegeben, den Bürger und Bürgerinnen, ob sie wählen können, also diese Wahlfreiheit, Wahlmöglichkeit haben sie nicht, ob sie eine staatliche Lösung wollen oder eine privatwirtschaftliche. Und im Parlament war es ganz klar, dass man gesagt hat, wir wollen, und Sie können das nachlesen, wir wollen eine wirtschaftliche Lösung. Und wir sind ein Unikum in ganz Europa oder dort, wo es überhaupt ein E-ID gibt. In keinem anderen Land wird eigentlich diese Lösung, die wir so ausgesucht haben, ausgesucht. Es ist eine wichtige Weichenstellung für digitale Demokratie, das ist ganz klar. Aber es muss eben auch die Chance gegeben werden, dass die Menschen eben hier ein Vertrauen haben. Und für uns ist klar, dass es auch eine Chance ist, sich eine Meinung zu bilden, ein Vertrauen in die digitale Demokratie zu schaffen. Und wir sehen auch, dass das Referendum eine Bildungsoffensive ist, dass man auch darüber diskutieren kann, was eben der Staat hätte eigentlich machen müssen. Deshalb ist es für uns klar, dass der Staat eigentlich eine E-ID als hoheitliche Aufgabe und als Garant für unsere Daten ausstellen muss. Ja, danke für die Ausführung. Das ist ja nochmal ein ganz frischer, neuer Punkt. Also sozusagen das Referendum auch als eben Bildung, weil dieser Bereich ja auch stiefmütterlich behandelt wird. Wir haben ja auch in Diskussionen und in der öffentlichen Diskussion oft erlebt, alle, denke ich mal, dass jetzt da nicht unbedingt alle Bescheid wissen, oder? Alter. Und finde ich eigentlich einen spannenden Punkt, dass das Referendum immer ja auch ein Mittel ist, hier eine breite Diskussion, eine öffentliche Diskussion
auszulösen. Ja, ich möchte jetzt noch Erik Schönberger auf jeden Fall das Wort geben und nachher gerne auch noch Daniel Graf. Ihr hört mich noch alle, Entschuldigung. Ja. Erik Schönberger, du bist ja für viele, denke ich, hier eine der wichtigen Figuren jetzt im Aufbau und auch im Verständnis von diesem Thema. Und ich möchte dich unbedingt nochmal fragen, eigentlich eine ähnliche Frage, kannst du nochmal sagen, warum denkst du, war es wirklich jetzt nötig, hier zu sagen, stopp, das geht zu weit und hier das Referendum eigentlich als eine der wichtigen Denkern, auch Vorausdenkern hier zu ergreifen. Kannst du das nochmal näher bringen, was hier deine Punkte sind? Ja, also wie ja auch die repräsentative Umfrage vom Sommer von Demoscope sehr deutlich gezeigt hat, stehen bei den gewünschten Anwendungen der EID Behördengänge und die politische Teilhabe ganz vorne. Das Ausstellen einer EID ist ein ganz zentrales Element von E-Government und auch von der digitalen Demokratie. Daher muss diese Aufgabe auch vom Staat wahrgenommen werden. Der Staat muss schlussendlich für das nötige Vertrauen und auch für die Akzeptanz in der Bevölkerung sorgen. Die Ausgabe einer solchen EID ist eine hoheitliche Aufgabe, die nicht an Privatunternehmen delegiert werden kann. Falls sich der Bund sich diese Aufgabe nicht zutraut, dann muss er es jetzt lernen. Der Kanton Schaffhausen zum Beispiel, der macht es auch vor. Es ist nicht so, dass diese Aufgabe noch nicht gelöst worden wäre. Ja, vielen Dank. Jetzt möchte ich auch das Wort noch Daniel Graf geben. Du setzt dich ja auch seit Jahren für digitale Demokratie ein und wirst ja jetzt auch regelmäßig, sag mal, an den Pranger gestellt oder, sag mal, hinter den Kulissen auch vielleicht so ein bisschen angegriffen, dass du jetzt ja da alles ausbremst, was die digitale Demokratie betrifft, weil die EID eine Voraussetzung wäre. Was sagst du dazu und wie siehst du, wie schätzt du diese EID, dieses EID-Referendum ein? Ja, guten Morgen, ihr hört mich alle gut. Einen herzlichen Gruß aus dem Tessin, ich bin mal ein bisschen weiter weg als sonst. Zur Frage, ich denke, dass die Kritik daran, dass wir jetzt ein großes, wichtiges Projekt für die Schweiz stoppen und die Digitalisierung bremsen, das finde ich sehr ein problematisches Argument, weil bei der ganzen Diskussion ein Thema gefehlt hat. Wir haben immer darüber gesprochen, dass die Wirtschaft die EID braucht, die Konsumenten die EID brauchen, aber etwas wurde total ausgeblendet, nämlich die Frage, was machen wir mit dieser EID auch noch? Und dort geht es dann, was auch Erik und Sibel und Minli angesprochen haben, geht es eben darum, dass wir mit dieser EID eigentlich das Verhältnis zwischen Bürger und Staat, also und in dem Sinn das Verhältnis in der digitalen Demokratie regeln in Zukunft. Und für mich persönlich, seit ich das gesehen habe, dass diese EID kommt und dass die Diskussion immer mehr in Richtung Wirtschaft geht, dass der Staat praktisch die EID in die Hände von großen Konzernen legt, für mich ist es ganz klar, dass das ein Super-GAU für die Zukunft der digitalen Demokratie wäre. Wenn unser Passbüro, unsere digitale Identität von Konzernen verwaltet wird. Und darum glaube ich, es ist wichtig, das Referendum jetzt zu ergreifen, auch was Sibel am Schluss angetönt hat, dass wir eine Diskussion führen können, und zwar mit der Bevölkerung, mit den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, was wollen wir für eine direkte Demokratie in der Zukunft. Diese Diskussion wurde im Parlament nicht geführt, diese Diskussion müssen wir leider, und ich betone das, leider erzwingen an der Urne, und ich denke auch, die Umfragen zeigen, dass dieses Top-Down, also wenn das Parlament mit der Wirtschaft ein Päckli macht und eine Lösung vorschlägt, dass das mit großer Wahrscheinlichkeit nicht das ist, was die Bevölkerung will. Und ich habe viele Referendum-Initiativen in den letzten Jahren gemacht.
Oft, muss ich sagen, standen die Chancen nicht immer sehr gut, aber ich bin überzeugt, dieses Referendum können wir gewinnen und ich will es auch mit euch zusammen gewinnen. Yay! Aber hier im Campaigner, nicht nur, jetzt, das war weniger sachlich, aber was sachlich ist und ich glaube, was auch ein toller Moment ist, ich sehe Andreas von Campax ist jetzt auch schon online. Das Referendum wird nicht nur getragen eben von Fachorganisationen wie der digitalen Gesellschaft, wo Kira jetzt sich dazu geäußert hat, es wird nicht nur getragen von engagierten Politikern und Politikern, die im Parlament zwar verloren haben, aber eben an der Urne werden wir zusammen gewinnen, sondern es wird eben auch getragen von Plattformen, also Zivilgesellschaft, die, ich glaube, eine sehr wichtige Rolle spielen werden für das Referendum, aber auch in Zukunft für die digitale Demokratie. Und darum spiele ich den Ball gerne auch direkt dann weiter an Andi von Campax, weil ich glaube, es ist bei diesem Referendum auch eine wichtige Sache, dass wir gemeinsam jetzt die Unterschriften sammeln. Ja, Andi, du bist ja live. Ich bin live, sehr schön. Hallo aus Zürich. Die Frage ist ja jetzt, wie geht's weiter mit dieser Kampagne? Ich denke, im ersten Schritt werden wir alle Kräfte auf die Unterschriftensammlung bündeln müssen. Gerade heute früh sind die E-Mails an unsere mit über 100.000 Unterstützerinnen rausgegangen. Ich denke, bei anderen Organisationen ist das ähnlich. Und wenn wir die Unterschriften dann zusammen haben, da bin ich zuversichtlich mit dieser Koalition, die wir hier am Tisch haben, dann ist diese Bildung, die Sibel angesprochen hat, aus meiner Sicht auch sehr wichtig, weil es ist ja schon noch ein bisschen elitäres Thema. Es hat sich nicht jeder auf der Straße damit beschäftigt. Die Umfragen zeigen zwar, das Unwohlsein ist da und es ist groß, aber diese Geschichte, die müssen wir schon noch so erzählen, dass sie wirklich gut und breit verstanden wird. Schlussendlich geht es ja bei dieser Frage eigentlich darum, was muss staatlich sein und was kann privatisiert werden. Die EID ist für uns ein sehr gutes Beispiel dafür, für eine rote Linie, bei der wir nicht zulassen wollen, dass sie überschritten wird. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, in dieser Zusammensetzung, wir haben ja Tiefe eben mit den politischen Parteien, mit der digitalen Gesellschaft und wir haben sehr viel Breite mit Organisationen wie Public Beta, wie mit Campax. Und in dieser Kombination denke ich auch, das ist zu gewinnen. Ich habe gesagt, bei uns sind das etwas über 100.000 Leute. Bis das zur Abstimmung kommt, können wir vielleicht noch viel mehr ansprechen. Von denen sind jetzt schon viele kritisch. Wir hatten auch bei diesem Pledge für die 10.000 Leute viele Reaktionen. Leute haben angerufen, haben gesagt, ja, schickt uns doch bitte 100 oder 300 Unterschriftenbogen. Ich hoffe, das war überall sonst auch so, aber das haben wir natürlich gerne getan. Und also diese Zeit, die können wir nutzen, um eben diesen Aufbau zu betreiben und auch zu zeigen, dass künftig die politischen Entscheide etwas anders zustande kommen können, wenn eben Bewegungen, die ganz viele Leute repräsentieren, sich da richtig reinhängen. Und da bin ich gespannt und zuversichtlich. Und es wird sicher auch eine Art ein Modellfall sein, um zu zeigen, wo der Wind weht und wehen wird. Ja, vielen Dank für diese Ausführung, Andi und auch Daniel. Ihr habt etwas Wichtiges angesprochen, noch neben einem eher jetzt inhaltlichen Teil, den wir hatten, auch auf die Kampagne zu kommen, beziehungsweise die Unterschriftensammlung. Mit Blick auf die Zeit und auch auf die Fragen, die jetzt schon doch im Chat auftauchen, würde ich hier kurz diesen Kreis schließen, so mit diesen Statements, mit diesen ersten Fragen. Ich glaube, was ihr beiden jetzt noch angesprochen habt, ist sehr wichtig, oder? Es ist schlussendlich, das Referendum wäre nicht möglich oder überhaupt denkbar ohne das Engagement von einfach ganz vielen, auch einzelnen Bürgerinnen und Bürgern, die sehr dezentral eben auch die Möglichkeit bieten, überhaupt diese Unterschriften zusammenzukriegen und dass wir überhaupt hier so diese Diskussion über ein Referendum führen können. Also
Das hat mit den Plattformen zu tun, die ihr auch angesprochen habt, wo wir auch dahinter stehen. Aber schlussendlich ist es einfach das Engagement der Leute, oder? Das wissen wir alle. Jetzt, was hier auch noch gerade dazu passt, ist die Frage von Herrn Max Mohn von, Entschuldigung, das ist nur ein Beispiel. Sebastian Gänger von Keystone SDA. Er fragt, wie viel Geld steht für die Referendumskampagne zur Verfügung? Und in diesem Zusammenhang, fürchten Sie sich vor einer Millionen-Gegenkampagne der Wirtschaftsverbände? Ich möchte eigentlich das am liebsten gleich zu Daniel Graf spielen. Wie ist da deine Einschätzung? Also mal gegeben, dass wir die Unterschriften, oder dass die zusammenkommen. Wie schätzt du dieses Referendum dann ein, also die Abstimmungskampagne? Also wir haben natürlich schon 1 Million auf der Seite. Nein, Spaß beiseite auch. Es ist klar, dass es eine sehr harte Abstimmung wird. Wir haben ja nicht nur Bund und Parlament zu einem großen Teil noch gegen uns. Vielleicht wird sich das auch ändern, weil ich sehe schon bei den Rückmeldungen auf unser Referendum, wir haben bereits sehr engagierte Parteivertreter aus allen Parteien, also von AL bis SVP. Es ist eine sehr breite Koalition, die zustande kommt, aber jetzt konkret zum Geld. Es ist klar, dass wir sicher nicht 5-10 Millionen in diese Abstimmung werfen können, aber ich glaube, es ist auch nicht notwendig. Wir werden sicher auch versuchen, Plakate zu machen. Wir werden sehr breit mobilisieren und ich denke, dass es auch wichtig ist zu zeigen, dass unser Referendum eben aus der Zivilgesellschaft kommt. Also wir werden unsere Kampagne auch ein bisschen anders gestalten, als ich sage jetzt mal unsere Gegner, die vermutlich einige Millionen Franken in die Plakatkampagne stecken werden. Ja. Andi, magst du auch noch etwas sagen? Ja, genau. Ja, ich denke, es ist sicher richtig, dass man sich vor einer solchen Millionenkampagne fürchtet. Das ist ja leider nicht unüblich, dass man gegen solche Gegner antreten muss. Aber wir haben guten Grund, eben auch unsere Stärken bewusst zu sein. Wir werden auch Geld zusammenkriegen. Wahrscheinlich wird es weniger sein, aber die Hearts and Minds der Leute, die sind halt genauso wichtig. Und wenn wir diese Umfragezahlen eben in Stimmen umsetzen können, dann wird es eine sehr komfortable Sache. Wenn das Geld dann noch reinkommt, wird es wahrscheinlich weniger komfortabel, aber es kann immer noch gut zu unseren Gunsten ausgehen. Und wenn ich noch, es wurde bisher im Chat und auch in der Konferenz nicht angesprochen, es gibt da die Abstimmung über den biometrischen Pass, also ich glaube, Minli, du warst da warst du noch nicht im Parlament, glaube ich, und Sibel. Aber ihr erinnert euch, das war eine extrem knappe Abstimmung und die kam auch sehr stark aus der Zivilgesellschaft. Und das war, glaube ich, mit 50, irgendwas Prozent ist das. 1, glaube ich. Genau. Und dort ging es um den biometrischen Pass. Und wie gesagt, da waren die Kräfteverhältnisse ähnlich. Ich würde sagen, wir haben sogar noch eine bessere Chance jetzt auf einen Sieg, weil wir schon breiter aufgestellt sind. Und ich glaube, letztlich entscheidet sich darum, über was wir diskutieren. Ich glaube, bei diesem Referendum wird wirklich die Frage im Zentrum stellen, wollen wir unseren digitalen Pass, unsere EID vom Staat in Zukunft oder von privaten Unternehmen? Wenn das die Frage sein wird, glaube ich, werden die Gegner auch mit einer Millionen-Plakat-Kampagne weniger ausrichten können. Vielen Dank für die Ausführung. Es gibt jetzt noch einige Fragen, die eher jetzt inhaltlich auch auf das EID-Gesetz gehen. Ich sehe hier auch schon Mindy Marti, du bist schon fleißig am schriftlich beantworten. Vielleicht kannst du kurz auf diese zusammenhängenden Fragen hier vielleicht kurz auch mündlich eingehen. Also Dario Miglioretto und Franz Muheim. Also einerseits die Frage, beinhaltet das jetzige BGEID ein Recht auf eine Erde für alle Bewohnerinnen? Wie ist es mit eben Sans-Papier oder ohne festen Wohnsitz? Und die Zusatzfrage war ja, gilt Staatsangehörigkeit oder Wohnort? Ist die EID für Schweizer Bürgerinnen reserviert oder eben gibt es auch
für Auslandschweizer zum Beispiel eine EID? Also das sind eher so ein bisschen Sachfragen, aber ist vielleicht noch ganz wichtig, auch auf das einzugehen. Ja, also ich habe es schon schriftlich beantwortet, respektive man kann es auch im Gesetz nachschauen. In Artikel 3 ist definiert, welches die Voraussetzungen sind, und die EID beantragen können Schweizerinnen und Schweizer mit einem gültigen Ausweis nach Ausweisgesetz, und Ausländerinnen und Ausländer, die einen Ausweis haben, nach Ausländer- und Integrationsgesetz beziehungsweise eine gültige Legitimationskarte der Gaststaatgesetzgebung steht im Gesetz und deren Identität festgestellt werden kann. Also für Sans-Papier wäre das so nicht möglich. Aber für all diejenigen, die Voraussetzungen nach Artikel 3 erfüllen, gibt es ein Recht auf eine EID, die ist in Artikel 15 festgehalten, dass der IDP muss allen, die diese Voraussetzungen erfüllen, eine EID ausstellen. Ja, also ein Monopol, was sogar verpflichtet ist, ein Monopol zu sein, in dem Sinn, für alle. Jetzt eine weitere Frage ist hier. Ich habe noch eine Intervention, Jay, habe ich gesehen. Ah, Entschuldigung, ja, zu dem Punkt noch, ja, Entschuldigung. Ja, ich weiß nicht, ob man mich jetzt sieht. Ich sehe mich jetzt nicht mehr selber. Ja. Gut. Es geht vielleicht in Ergänzung zu dem, was Mini gesagt hat. Und zwar war es am Anfang auch gar nicht klar. Und auch diese Konkretisierung, und deshalb besten Dank an Franz Mühheim für diese Frage, konnten wir erst auch in der Kommissionsarbeit wirklich definieren. Es war ursprünglich wirklich nur so, dass man nur an Schweizer und Schweizerinnen gedacht hat und die Bürger und Bürgerinnen dieses Landes, welche die einen Wohnsitz hatten und welche auch sein EID in diesem Zeitalter auch beantragen können, waren nicht bestätigt und jetzt oder nicht einbezogen. Und deshalb ist jetzt hier eine gangbare Lösung gefunden worden. Aber das eben auch nochmals zum Unterstreichen, dass es von Anfang an nicht gerade für diese Vorlage gesprochen hat, die wir vorgelegt bekommen haben. Ja. Ich erlaube mir auch, mich einzuschalten. Ich habe auch noch eine Frage gesehen, die im Chat aufgetaucht ist, von Tom Sperlich. Er fragt, was ist denn das Businessmodell aus Ihrer Sicht bei der Swiss ID? Für die Privatunternehmen. Und ich wäre froh, wenn vielleicht Minli oder Kira noch etwas dazu sagen können, weil das ist für mich die große Frage. Die EID wurde mit sehr viel Druck der Wirtschaft jetzt durchs Parlament gepeitscht. Interessanterweise hat weder der Ständerat vom JASK noch der Nationalrat eine wirklich tiefere Diskussion über das Businessmodell geführt. Also es wurde zwar über Gebühren gesprochen, vielleicht kannst du auch noch dazu etwas sagen, Mindli, aber es wurde nicht darüber gesprochen, also wie viele Investitionen sind nötig und was wird eigentlich erwartet, also wie viel Geld fließt dann zurück in 5, 10, 20 Jahren. Und ich glaube, diese Frage ist eine große Lücke, die wir auch jetzt diskutieren sollten. Also was genau das Businessmodell der Swissign ist, das weiß ich nicht, das müsste man die Swissign fragen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie sich davon etwas erhoffen, weil es ist ja keine gemeinnützige Organisation, sondern ein Konsortium von teilweise privaten, gewinnorientierten Unternehmen. Und das können verschiedene Dinge sein, die man sich erhofft. Also es kann auch einfach eine Erleichterung der internen Abläufe sein, dass man hat Synergiegewinne, man kann Kosten einsparen, weil es ein und so weiter. Das ist sicher ein Faktor. Es kann aber auch andere Faktoren geben, dass man sich vielleicht erhofft, dass man mehr mit dieser Idee mehr weiß über die Leute und ihr Verhalten, mindestens innerhalb des eigenen Konzerns. Aber die wirkliche Frage nach dem Businessmodell, die wurde nie beantwortet, aber das ist auch nicht angelegt in dieser Gesetzgebung. Also es ist nicht verboten, dass der IDP Gewinn macht. Ja, Erik Schönberger, vielleicht
noch deine Einschätzung. Wie ist das eigentlich mit diesem, mit dem Geld sozusagen? Also was erhofft sich SwissSign davon? Was ist der Kern, diese EID bereitstellen zu können als Aussteller? Ja, wie das Geschäftsmodell dann von der SwissSign aussieht oder wie Sie sich das vorstellen, dass diese Kenntnis habe ich nicht. Was in der Debatte immer wieder aufgetaucht ist oder was die Absicht ist, ist, dass für uns Bürgerinnen und Bürger die EID nichts kosten soll. Und das heißt, dass es Gebühren fällig sein werden in dem Moment, wo ich mich als Person mit einer EID an einem Dienst anmelde, dass in dem Moment ein kleiner Betrag, eine kleine Gebühr fällig wird von diesem Online-Dienstleister, der bezahlt werden muss in Richtung IDP. Und der IDP wiederum etwas bei der Ausstellung der EID Richtung Bund bezahlt. Also das werden irgendwie kleine Beträge sein, die sich dann so bei den IDPs anhäufen. Ja. Jetzt, ich sehe, es schauen immer noch immerhin knapp 50 Personen zu. Ich schaue nochmal in den Chat, ob es hier nochmal Fragen gab. Hat jemand noch etwas gesehen, was hier beantwortet werden kann? Ich habe eine Frage gesehen, die ich jetzt aber nicht beantworten werde. Das könnt ihr machen, aber ich lese sie gerne vor, von Georgia von Niederhäusern. Viele sagen sich, wird unser Pass nicht schon von einer privaten Firma produziert? Wieso sollen wir jetzt Angst haben? Was ist der Unterschied? Also, dieser Frage ist Lukas Mäder von der NZZ mal nachgegangen, respektive ein Leser hat sich bei meines Wissens, er hat das in einem Artikel aufbereitet. Nein, es ist nicht so, dass der Pass von einer privaten Firma produziert wird, sondern man hat das wirklich wieder verstaatlicht. Also der Pass ist staatlich inklusive Druckerei. Okay. Zur Frage noch, vielleicht eben die Angst, oder? Also geht es um Angst? Also was ist das? Also nochmal die Frage, ich glaube, es ist auch grundsätzlich, also ich würde mal eine Antwort dafür geben. Ich glaube, ich habe schon eine gewisse Angst, nämlich ich glaube, dass die EID in Zukunft das Verhältnis zwischen mir und dem Staat als Bürger regeln wird. Also es geht um meine digitale Identität. Also wer ich im Netz bin, das läuft über eine, in Zukunft über einen solchen digitalen Pass, über ein Login, oder? Und also ich glaube, das ist schon noch ein Motiv. Ich mache mir da schon wirklich Sorgen, weil ich, wenn ich mir das vorstelle, wie wichtig das sein wird, oder? Genauso wie ich jetzt den Schweizer Pass oder meine Idee oft, gerade in kritischen Momenten, froh bin, wenn ich diese habe, oder? Wird das in Zukunft sicher auch im Netz oft der Fall sein. Und davon kann man schon sagen, diese Befürchtung wurde im Parlament von mir aus gesehen nicht wirklich diskutiert. Also was es heißt, wenn wir von der digitalen Identität sprechen. Ja, und also ich denke, das Vertrauen ist sicher zentral. Sibel, bist du? Sorry. Ich hab auch. Es ist wichtig, dass wir... Also Sibel, Mili und dann Andreas. Aber es ist eine schöne, eigentlich vielleicht auch eine Art Abschlussfolge. Ja, es ist, glaube ich, wichtig, dass wir sagen, dass es nicht eine Login-Version ist, sondern es geht wirklich auch um eine Identitätsbestätigung. Das heißt, wenn ich zum Beispiel online etwas kaufe und darum ist es wichtig zu zeigen oder zu bestätigen, ob ich über 18 bin und ob ich diese Person bin, ist es eine Identitätsbestätigung, keine Login-Version. Und wenn ich meine ID-Karte anschaue, dann deponiere ich das ja auch nicht bei jemandem und gebe dort immer wieder einen Rapport darüber, was ich mit meinem mit meiner Pass oder mit meiner Identitätskarte mache, sondern ich habe es bei mir. Es ist ein Verhältnis zwischen dem Staat und mir und deshalb ist es auch wichtig, dass man wirklich auch sagen kann, dass die Leute und insbesondere, glaube ich, auch
Leute, die nicht mit der Digitalisierung aufwachsen, sich auch bei der Verwaltung, bei den Gemeinden, beim Kanton melden können, während sie zum Beispiel eine Identitätskarte erneuern, sagen können, ich möchte auch eine E-ID haben und meine Daten werden dann wirklich nur zwischen dem Staat und mir gemacht. Und es gab auch eine Frage, wie eben auch diese Identitätskarte, welche Varianten das es gibt oder was auch alles angegeben werden muss. Es gibt verschiedene Niveaus, das heißt niedrig, mittel oder hohe Niveaus. Und wir wissen wirklich in der Tat nicht, wie das Minimati vorher auch gesagt hat, wer die Kosten genau tragen soll. Wenn ich zum Beispiel eine ganz sichere, hohe E-ID ausstellen möchte, muss ich da mehr bezahlen. Das muss ja auch regelmäßig kontrolliert werden. Welche Informationen sind wichtig, wenn ich eine Bankkonto eröffnen möchte, wenn ich meine Steuererklärungen einfordern möchte. Und dort ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man sagt, dass der Staat das anbietet, weil die Daten muss ja der Staat, der Steuerzahler selber auch liefern. Also der Steuerzahler zahlt die Verwaltung oder die Behörden, damit sie diese Daten an Private weitergeben oder bestätigen. Also warum nicht gleich von Anfang an selbst das Ganze erledigen? Ja. Es leuchtet uns nicht so ganz ein. Ja, ja, ich möchte Andi nochmal schnell das Wort geben, weil du dich gemeldet hast. Ja, also die Identität, bei dir geht es ja eben nicht um ein Bankkonto oder eine Kreditkarte, das kann ich ja viermal im Jahr wechseln, das würde problemlos gehen. Es geht wirklich um etwas sehr, sehr viel Persönlicheres. Und der zweite Faktor, das Vertrauen, da denke ich auch, der Staat hat jetzt 170 Jahre lang geübt, wie man den Leuten Identität gibt mit Pässen und Identitätskarten. Der hat sich das verdient, der hat es geübt, der kann es. Und wenn wir es einfach jemand anderem geben, wo ganz andere Risikofaktoren drin sind, das ist halt schon etwas ungemütlich. Also der Tatbeweis dieser 170 Jahre, der ist, glaube ich, schon etwas wert. Ja, gibt es noch weitere abschließende Stimmen zu dieser grundsätzlichen Frage, also der Kulturwandel sozusagen von staatlichen zu privaten in der Identität? Kira vielleicht? Nein. Gut, ich würde jetzt mit Blick auf die Uhr mal hier die Medienkonferenz abschließen wollen. Vielleicht noch als Abschluss, es geht ja jetzt sozusagen vom Chatroom auf die Straße. Vielleicht mag jemand von euch, Kire oder Daniel, ein kleines Preview geben. Was steht denn jetzt an? Also wie sieht das jetzt aus mit dem Referendum? Ja, also wir sind eigentlich schon am Sammeln. Ich habe jetzt nicht auf den Counter geschaut. Auf WeCollect sind wir, glaube ich, schon bei, wow, bald 2000 Unterschriften. Das ist ein sehr gutes Resultat in ein paar Stunden. Das zeigt, dass wir gut unterwegs sind. Aber wir sind natürlich nicht nur im Netz unterwegs, wir sind daran, sammeln Aktionen für das nächste Wochenende, konkret für Samstag in verschiedenen Städten zu planen, mehr dazu wie üblich per E-Mail und auf Twitter. Und dann sicher auch, der Abstimmungssonntag wird für uns ein sehr, sehr wichtiger Tag werden. Wir hoffen, dass wir überall in der Schweiz vor den Abstimmungslokalen sammeln können. Wir haben ja 10.000 Bürgerinnen und Bürger, die schon uns aktiv unterstützen und wir hoffen, mit diesen Leuten wirklich die ganze Schweiz abdecken zu können und ich sage jetzt mal 5.000 Unterschriften an einem Sonntag zusammen wäre schon möglich und auch cool. Ja, vielleicht noch eine Abschlussrunde mit allen. Wo habt ihr denn Lust oder wo werdet ihr denn sammeln? Also ich kann vielleicht kurz anfangen. Ich werde auf jeden Fall natürlich wählen gehen. Ich mache das gerne an der Urne. Ich mache das oft auch vorher schon, aber dieses Mal habe ich mich entschlossen, ich gehe an die Urne wählen. Und da werde ich möglichst viele Menschen abfangen. Und das sind ja auch die es verpennt haben sozusagen. Und die werden sicher auch noch gerne dieses Referendum unterschreiben. Also ich werde da versuchen, abzusahnen, wie man so schön sagt.
Kira, was hast du vor? Ich werde am kommenden Samstag auf dem Großmünsterplatz in Zürich sein und da Unterschriften sammeln. Also nicht nur online? Nein, nicht nur online. Sehr gut. Wo sammeln die anderen gerne? Ich werde es in der Nachbarschaft tun, weil die Leute, die kennen mich und die können mir nicht entkommen. Und da kann ich auch mal ein bisschen klappt. Und da bin ich zuversichtlich. Das ist ein guter Trick. Nationalrätinnen auch? Ja, wir werden ja jetzt oft auf der Straße sein, Mindy, nicht wahr? Und ich glaube, das ist auch immer eine gute Möglichkeit, einerseits eben auch über unsere politische Arbeit zu sprechen. Und das Gesetz, das EID-Gesetz, gehört auch zu diesen Aufgaben. Und deshalb wird es sicher auch eine der Möglichkeiten sein, auf der Straße mit Leuten eben auch über diese Entwicklungen zu sprechen und Unterschriften zu sammeln. Und ich habe noch einen Vorteil, dass am Wochenende immer wieder auch türkische, kurdische Hochzeiten gibt. Da gibt es auch sehr viele Doppelbürger. Das klingt super. Ja, ich mach's gleich wie Sibel. Wir sind viel unterwegs. Und statt irgendwie Flyer mit meinem Kopf zu verteilen, was ich sowieso nicht so gerne mache, kann ich auch gleich Unterschriften sammeln. Ja, und ich bin eigentlich noch in den Ferien in Tessin in einer alten Schokoladenfabrik. Es ist wunderschönes Wetter draußen, also ich werde die nächsten paar Tage, glaube ich, noch keine Unterschriften sammeln, weil ich auch keine Drucksachen dabei habe, kein Druck. Also, aber ich glaube, ich werde dann am Montag, wenn ich zurück bin, sicher im Café, wo wir oben dran arbeiten, fleißig Unterschriften sammeln. Dort hat es auch immer Leute, die Zeitung lesen. Und die haben auch meistens kurz Zeit für ein Referendum zu unterschreiben. Ja, dann möchte ich mich bei allen bedanken, auch bei den Zuschauern. Und vielleicht noch ein letzter Hinweis. Das Referendum ist, wie gesagt, online. Man kann es unterschreiben unter wecollect.ch. Und das Sahnehäubchen der ganzen Geschichte ist, dass jeder, der möchte, kann dort auch eine eigene EID, also eine Fake-ID vom Staat sich ausstellen lassen. Einfach mal so als Preview von dem, was wir uns eigentlich wünschen. Viel Spaß dabei und einen schönen Tag. Merci.